Team the Queen. Passt ja. Bianca Belair, Becky Lynch, and Naomi. Here's a superstar who gained inspiration from the women who came before her and blazed a trail as in-ring competitors. That determination helped her make it through training with Booker T and find that next level to transform herself into a WWE superstar. Früher stand ja der Name des Titelträgers immer auf dem Gürtel drauf, ne? Aber seit es halt diese neuen Varianten der Gürtel gibt, sind scheinbar diese Sideplates dafür gedacht, zu zeigen, wer den Titel trägt. And from the Pacific Islands, Tamina! Tamina's come so close so many times to title glory and WWE. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum das grafisch einfach aussieht wie PS3. Also, es macht mir ja nichts aus, ne, aber... Nach so vielen Spielen könnten die doch mal Verbesserungen zeigen. Ich finde halt, es ist auch hässlicher als 2019. Und das liegt Jahre zurück. Ich finde auch, die haben hier viel zu viele Sachen reingeklatscht in dieses Spiel. Die hätten einfach eine schöne Storyline reinmachen können für die selbstgemachten Wrestler. Ein Showcase. Das mit den General Manager ist auch eine gute Idee. Den Universe-Modus. Aber dieses andere da, My Faction oder so, ich weiß nicht. Ab irgendeinem Punkt ist es dann too much, ne? Ich würde sogar aus dem Universumsmodus verzichten, wenn der GM-Modus genau das wiedergeben würde, was im Universumsmodus ist. Man kämpft halt nur darum, besser GM zu sein. She mastered the sharpshooter in the heart dungeon and she's looking to unleash it tonight.
Diesen Modus wollte ich ja auch noch spielen. Ja, ich habe keine Zeit dafür. It's been a long road back to the top for the former Raw Women's Champion, but tonight she'll have a chance to take one step closer to reclaiming her title. This is what Survivor Series is all about, Michael. Several months ago, the former champ survived the Four Queens' brutal beatdown, and tonight she's here for long overdue payback. This is about more than payback, Saxton. The winner of this elimination match gets to pick the all-important stipulation that could decide the upcoming Raw Women's title match. Hier brauche ich noch nicht mal zu gewinnen. Keine Bedingungen zum Sieg. And now she's given us all a chance to bask in her effervescence. Boom, what a forearm. Two. Oh man, stomping down. Ah, face first on the post. Hallo? Willst du mich zum Ausziehen? Taking a moment to let her know who the real superstar is here. And we're cutting it kind of close, don't you think? You could say that again. Time to get the lead up. Wie gesagt, das Kontersystem finde ich hier mega scheiße. Das ist so ein richtig Müll. Wie kann man nur 3-4 Knöpfe für ein Kontersystem nutzen, ey? Reicht denn nicht eher eins? Selbst das war schon schwer. Braucht man doch nicht jetzt. Oh ja, wenn er dann Viereck nichts macht, musst du halt Viereck drücken. Momentan sieht es nicht gut aus. In off the tag. Hammerlock. Reverse DDT. Inside. Face buster. Charlotte is losing grasp of this match now. Charlotte's got to find a way to put her best foot forward here. Got the tag. Got the tag. Big right hand. Ah, man. From a seated position to a vertical base. Hooks the arm. Seated suplex. Send a shot down your spine. And she's in off the tag. Oh,
Ach komm, ernsthaft? Alter, was? Konnte ich nicht mal blocken, ne? Wollt ihr mich verarschen? Die kontern alles gerade. So, jetzt wird der Glow gespürt. Ah, das wird noch schwierig. Nein! Oh, fuck you! Nein, doch ist das so ernst? Wie kommt dann alles gerade? Das darf doch nicht wahr sein. Na, fuck it. Hallo, die schlagen die ganze Zeit. Wieso? Was ist das denn für ein Müll? Ich kann gerade nur den Glow reinschicken. Ach komm, fickt euch doch, ey.
Perfekt! Ah, down. And finds a counter. Nia Jax out of harm's way. Alter. Ist das dein Ernst? Uff. Strike after strike after strike to the body. Ooh, man. Uh-oh, she has trouble coming. Not going to be easy to get out of this. Oh, man, there's nowhere. Oh, man, she had to tap out. What a win. Jax falls short. Nia Jax has been eliminated. Nice drop kick. Great elevation. In comes Becky Lynch. Running forearm! Schoolboy. Wait, no! Into a powerbomb! Oh. Tossed into the corner. And Becky now getting in position. Na verdammt! Sure why though, Michael. She seemed to have it really cinched in. And here it is. It's got it cinched in. It's got it cinched in. The disarm. Put it in the books. And Natalya has been eliminated. Tamina sent ringside. Charlotte Flair has her trapped. Oh! Backpack stunner! Up and down! What a slam! Boom!
Na, was? Tamina ist nicht sehr fit. Naomi showing her instinct. Sharp elbow. She avoids the attack completely. Ach, willst du mich verarschen? Die greift natürlich wieder als erstes. Ey. Ist auch ein Aufgabegriff. Ja. Komm. Bianca Belair hat auch ein Signature. Oh nein. Nein! Das war's für Naomi. Aber ich kann Widerstand. Bianca, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich hab alles unter Kontrolle. Ja, als ob die gleich gerade ein Signature gemacht hat. Während des Wechselns. Ist das ihr Ernst? Ah, doch nicht. Ich dachte, sie kontert. Jeder darf mal. Ein bisschen Schwächen hier. Oh nö. Oh nein.
She just will not give up, Cole. Oh, na toll. Okay, das war's für Becky Lynch. Ach, willst du mich? Ich habe eher gesagt, Angst gegen so den Titel zu holen, weil Aufgabe kriegt und so. Aber ich habe auch einen, deswegen würde ich das damit machen. Das war's. Hä? Wie, Ro? Das war voll dich, Ro. You tapped out. Schlag ist in ihrer eigenen Matchup. Glückwunsch zu eurem Sieg bei der Survivor Series. Ich organisiere deinen Titelkampf um die Raw Women's Championship gegen Charlotte. Was für ein Match hättest du gern? Kurz und schmerzlos. Nach den Schmerzen will ich Charlotte wehtun, bis sie abklopft. Ich will sie in einem Submission Match fertig machen. Geht klar. Als Finisher habe ich ein Submission. Aber Submission ist mein Nemesis. TLC hätte ich vielleicht bessere Chancen gehabt, aber das ist wieder leider. Obwohl, vielleicht ist das ein TLC, wo man noch pinnen muss. Die Wrestling-Spiele sind immer so eigen, was das angeht.
taking this title opportunity lightly. Here comes the queen, the franchise, and the self-proclaimed opportunity. Charlotte's ego can be a bit out of control at times. After everything Charlotte Flair has accomplished in her career, her ego is allowed to be as big as it possibly can be. She's got an amazing rope. Saxton, how have you not learned by now? You need to open the ropes for the queen. Corey, haven't you heard? I'm no longer on road duty. I didn't get that memo. Ich finde, dieses Klamotten abnehmen sieht auch einfach nur schlecht aus. Also es ist noch ein weiter Weg dahin, dass diese Wrestling-Reihe richtig gut wird. Ich bin mal auf die Konkurrenz gespannt. Ich glaube, so ein AEW-Spiel könnte wirklich... Aber die müssten auch so einen richtig krassen Creation-Modus haben. Das ist für mich sehr wichtig. Das haben die in letzter Zeit... Das ist das Einzige, was so richtig geil ist in diesem Spiel. Was hier alles möglich ist an Wrestlern. You heard Raw Women's Championship being defended here. Ich darf mich nur nicht in ihren Aufgabegriff befinden. Schaffe ich schon. It all comes down to this. The Raw Women's Championship is on the line tonight between two bitter rivals. The former champion's attempting to reclaim her title from the Queen of Queens, Cole. And I guarantee you, Charlotte won't give up her throne without war. True, but the challenger has been waiting for this opportunity for months. And nothing's going to get in her way now. Hold on, we should have known the four queens would get involved. Why wouldn't they? They have a numbers advantage. Queen looking for what a suplex. Judo throw. I don't know what you call that, but it hurt. A running swanton. Oh, foot just stomping down. And she finds an answer to Charlotte. Was? Ach komm! She's got an answer for that. She's able to get out of the way. Oh, loving blow. Running swanton. Blair moved at the right time. Breaking down the opponent. An overbearing assault on Charlotte now. Charlotte needs to find a way to reverse her fortunes.
vicious knees and kicks back in. My goodness. Okay, das heißt, sie kann nicht kontern, was jetzt kommt. Und damit habe ich mein Match bis jetzt immer besiegt. Na? Sieg! Es gibt halt immer nur noch eine Queen. Ich finde es aber immer nur lächerlich, dass es fast nur in Raw ausgefochten wird, die Titelmatches. Aber okay. Ist halt so, ne? Kann man nichts dran ändern. The Four Queens. Ich bin nicht sauer auf Queen Blake, weil sie sich um Charlotte und ihre Queens gekümmert hat. Außer mir darf niemand bei Raw Leute tyrannisieren. Ja, jetzt fehlt nur noch aus dem Ärmel geschüttelt. Das machen wir ein andermal.